Zum Wohlsein gehört klasse Unterhaltung. Die Wochenshow mit Dag Pilsener. Du packst das Tornetz ein, tu den Ball und du Schlappschwanz machst mit der Zahnbürste den Rasen noch sauber. Jeden Samstag dasselbe. Wegen euch lahmen Säcken verpasse ich immer die Wochenshow. Die Wochenshow, die wird wirklich. Und ganz herzlich willkommen zur Wochenshow. Mein Name ist Ingolf Lück und das sind unsere Themen. Leihgabe, Scharping will seinen Bart zurück. Vorsicht, Schnäppchenjäger müssen Gürtel enger schnallen. Und Schlager Grand Prix, Veranstalter sparte am falschen Ende. Das Thema, meine Damen und Herren, das letzte Woche Schlagzeilen machte, war der Fehlstart von Michael Schumacher beim Formel 1 Grand Prix in Melbourne. Damit es beim nächsten Rennen keine Probleme mehr gibt, wurde Schumis Ferrari mit einigen Extras ausgestattet. Warndreieck, Wagenheber und Ersatzreifen. Welche Neuerungen es in der nächsten Woche noch gibt, das sehen Sie jetzt in der Wochenvorschau. Montag. Teamchef Erich Ribbeck hat die anhaltende Kritik an seiner Person und der angeblich viel zu alten Mannschaft endgültig satt. Verärgert schickt er alle Millionäre nach Hause und stellt eine sensationell verjüngte Mannschaft vor. Dienstag. Peter Maffay hat Probleme, Auftritte zu bekommen und gerät in finanzielle Nöte. Doch Maffay nutzt die freie Zeit und verdient sich ein paar Mark als Hilfsarbeiter auf dem Bau. Mittwoch. Erfolgserlebnis für Rudolf Scharping. Bei einer Radtour durch Amerika lernt er Muhammad Ali kennen, kann ihm jedoch nicht folgen. Donnerstag. In Billerbeck wird über die Berkel die größte Brücke der Welt in Betrieb genommen. Doch leider kommt schon 12 Stunden später Wind auf und lässt das Bauwerk wieder verschwinden. Freitag. Helmut und Hannelore Kohl feiern ihren Hochzeitstag. Während Hannelore den Tag über ein Bäumchen pflanzt, kauft Helmut ihr ein ganz besonderes Geschenk. Ganz Deutschland, meine Damen und Herren, hustet und niest. Die Grippewelle geht mal wieder um. Am schlimmsten hat es Außenminister Joschka Fischer erwischt. Seine Nase läuft jeden Tag 7 Kilometer. Nach so hilfreichen Medikamenten wie Echinazin, Frobienzym und Doritrizin bieten wir Ihnen ein echtes Wundermittel gegen Grippe. Haben Sie hin und wieder Halsweh? Das Schlucken bereitet Ihnen Schmerzen? Das muss nicht sein. Denn jetzt gibt es ein Mittel, das wirklich hilft. Bei Halsschmerz, Doristretin Halstabletten. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage oder fragen Sie Dr. Doristretin. In Dortmund, meine Damen und Herren, findet zurzeit das Frauenfilmfestival FAM Total 1999 statt. Eine Frau, die dort ihren neuesten Film vorgestellt hat, haben wir heute zu Gast. Herzlich willkommen, Frau Uschi Jablonski. Guten Abend, Frau Jablonski. Guten Abend. Guten Abend. Vielen Dank für die Einladung. Ja, schön, dass Sie da sind, Frau Jablonski. Frau Jablonski, Sie kommen gerade vom Frauenfilmfestival. Wie ist denn zurzeit die Stimmung beim Festival? Ja, das weiß ich doch nicht. Ich bin doch hier. Da müssen Sie schon anrufen, wenn Sie das wissen wollen. Ich bin ja hier, ne? Ach so, ja, ja, danke. Wissen, ja gut, ne? Das mache ich dann später vielleicht. Frau Jablonski, wie stellt sich denn der Frauenfilm in diesem Jahr dar? Ja, wie der sich darstellt, das ist aber eine blöde Frage, Sie. Als Film im Kino auf der Leinwand natürlich, wie denn sonst so? Ja, gut, dann will ich mal anders fragen, ja. Also, was für Auseinandersetzungen wurden in diesem Jahr denn auf dem Festival geführt? Ja, also die größten Auseinandersetzungen hier bei diesem Festival, die gab es wohl an Buffett, ne? Ja, wer nimmt jetzt ein Fleischhäppchen, wer nimmt was von den Hühnchen, wer nimmt von der Lachsschnitte, ne? Wer da nicht schnell genug war, ne, der kriegt dann nichts. Na, aufpassen, ja, ne? Aufpassen, Herr Blonski, was natürlich unsere Zuschauer interessiert, was ist für Sie ein Frauenfilm? Ein Frauenfilm ist für mich zum Beispiel Titanic, ne? Also da haben wir ja mit der Kegelschwester mehr geweint, also da war Wasser in der Kino, wie wir in den Film drin, ne? Und ansonsten noch einen schönen Frauenfilm, finde ich, alles, wo der Bruce Willis mitspielt, ne? Ja, ist alles schön, weil er sieht ja was aus wie mein Dieter. Ach so, bisschen. Hat viel Ähnlichkeit. Ja, ich meinte jetzt eigentlich eher einen Film, in dem es speziell um die Position der Frau geht. Ich weiß,
freut sich mein Glück, ja, aber nee, das ist nichts für mich. Nee, 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 das ist doch, nee. Hier, der Dieter will auch immer, dass ich mir den Schweinkram entschuldigen Sie bitte mal. Ja, wollen Sie nun, gut, dann wollen wir einfach nicht über das Filmfest, wir wollen en Detail gehen und wir wollen en Detail, also quasi mitten ins Ei und wir wollen über Ihren Film reden. Wie heißt Ihr Film? Mein Film heißt Bingen 98. Ah ja, das ist interessant. Und was für eine Problematik wird in dem Streifen behandelt? Ja, da gibt's viele Problematik. Zum Beispiel, wie kriegen wir so viele Frauen alle rein in einen Zug? Ah, jetzt verstehe ich. Also, Sie verarbeiten dort die neuere deutsche Geschichte. Es geht um Vertreibung. Was? Ach Quatsch. Das geht um die Kegeltour mit meinen Kegelweiber, wie wir nach Bingen alle reingefahren sind. Ne? Und da habe ich alles schön mit der Videokamera von der Dieter aufgenommen. Ja, ich verstehe. Ganz tolle Sache geworden, ja. Sie. Da habe ich so ein Teil. Also, es sind insgesamt 4 Videokassetten geworden, 8 Stunden Film. Also, das müssen Sie sich mal angucken, Sie. Also, wo die Hilde da den Schaffner an den Sack packt. Oder zum Beispiel, das überschreitet unsere Sendezeit. Verzeihen Sie bitte, eine abschließende Frage, ja. Frau Jablonski. Glauben Sie, dass Sie mit Ihrem Beitrag beim Frauenfilmfestival gewinnen können? Aber selbstverständlich, Herr Glück. Ja. Und was macht Sie so sicher? Schließlich gibt es dort ja eine unabhängige Jury. Naja, also die haben wir ja unter Tisch gesoffen, die unabhängige Jury. Sie, da sitzt erstmal eine ganze Kegelschwester in der Jury drin. Verstehe. Vielen Dank, Frau Jablonski. Und toi, toi, toi. Ja, vielen Dank. Tschüss, Herr Glück. Ja, wieder schön. Danke, dass Sie da waren. Ach, Sie, Herr Glück. Ja, bitte. Was gibt's denn noch, Frau Jablonski? Ich sehe ja, wir sehen ja wohl daheim auch immer schön Ihre Sendung. Das ist schön. Sie, mit diesem Anzug, da könnten Sie überhaupt Bundeskanzler werden. Vielen Dank. Sie machen das ganz toll. Ich danke Ihnen sehr. Dankeschön, ne? Und grüßen Sie schön. Gehe. Draußen ist die Straßenbahn und da geht's. So, ja, tschüss, Frau Jablonski. Ne? Und Sie, Jablonski, meine Damen und Herren. Eine neue Hoffnung im da niederliegenden deutschen Frauenfilm. Die deutsche Pharmaindustrie hat wirklich allen Grund zum Jubeln. Allein am gestrigen Abend wurden in den Nachtapotheken für rund 300 Millionen Mark Tabletten gegen Übelkeit und Erbrechen verkauft. Die Leidenden hatten die deutsche Vorauswahl für den Schlager-Grand Prix gesehen. Eine wirklich wohltuende Stimme hat hingegen Ex-Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth. Jener Zeit, kurz nach der letzten Wahl, da stand er plötzlich da und sagte, mach nen Aal. Ich sagte, klar, mein Schatz, und schon bei diesem Satz hätte ich wissen müssen, was ich jetzt erst gerafft hab. Der macht auf netter Typ, doch was er dir dann nimmt, war doch eigentlich allein für dich bestimmt. Nun sitz ich auf der Bank und er auf meinem Stuhl, gleich neben mir der Guido, und der ist auch noch viel jünger als ich. Wieder weg, mach meinen Platz wieder frei. Du warst lang genug im Amt, nun bin ich wieder an der Reihe. Ich hab ein unangenehmes Gefühl in meinem Bauch und außerdem Flugzeuge vermisse ich auch. Gib mir mein Amt zurück. Ich brauch diesen Zirse nicht. Gib mir mein Amt zurück. Ich will wieder ins Rampenlicht. Je eher er geht, umso leichter wird's für mich. Claudia Schiffer hat ihr Herz für Tiere entdeckt, so will sie jetzt gar keine Pelze mehr tragen. Auch der Frührentner Oskar Lafontaine hat sich dieser Aktion angeschlossen und hüllt sich ab sofort nur noch ins Schweigen. Wir wollten einmal vom kleinen Mann auf der Straße wissen, was er zum Thema Pelze zu sagen hat. Entschuldigung, Sie tragen Pelze? Was? Sie tragen Pelz. Ja, was soll ich denn sonst tragen? Ja, Sie könnten doch eine Jeanshose tragen oder ein Polyacrylhemd oder eine Plastikjacke. Hör mal, du aufgeblasener Fatzke. Ich bin ein Mann aus den Bergen, ja? Ich muss tragen, was mir vor die Flinte kommt. Da gibt es keine Jeanshasen, Polyacrylmäuse oder Plastikjacke. Ja, da habe ich schon wieder ein paar warme Socken. Oh, darf ich Sie was fragen? Sie tragen auch Pelz? Sie sind ein Pelzefreund? Ja, sieht schick aus, oder? Ja, aber wissen Sie eigentlich, wie viele Tiere für diesen Pelz ihr Leben lassen mussten? Nein, tut mir leid. Aber wissen Sie, mit wie vielen hohen Tieren ich für diesen Pelz ins Bett steigen musste? Verzeihung, eine Frage. Was halten Sie von Pelzen?
Pelze. Ah, Pelze. Ja. Pelze kenne ich. Morgens zum Beispiel habe ich immer so ein Pelzchen-Geschmack auf der Zunge. Ja, oder wenn ich mal im Schwimmbad war, ja, dann kriege ich immer so Fußpelz. Ja, das juckt nicht. Das meinte ich jetzt eigentlich nicht. Ich meinte sowas wie Nerz. Nerz. Oh, Nerz mag ich. Ich habe sogar im Nerz Geburtstag, am 25. Nerz. Ja, der Nerz. Ah, im Nerz in der Bauer, die Pferde einspannen, klipp-klapp. Oh, das ist aber wirklich sehr schön, was Sie da tragen. Haben Sie denn da kein schlechtes Gewissen? Wie stehen Sie denn zum Thema Artenschutz? Ich bin der tierliebste Mensch auf der ganzen Welt. Ja, aber warum tragen Sie denn dann den Fuchs? Na, damit er nicht laufen muss. Zurück zur Wochenshow. Sehen Sie gleich noch in der Wochenshow. Checker mit dem Motivationsmeister Emil Kreuzband, das Regionalstudio Rummelplatz und den einzigartigen Brisco Schneider. Also bleiben Sie dran. Wir, meine Damen und Herren, also das Fernsehen sind vor Straftaten nicht geschützt. Nach der neuesten Verbrechensstatistik werden immer mehr Talkshow-Master kriminell. Die häufigsten Delikte sind Einschläfern, Totquatschen und Ohrabkauen. Ein wirklich spannendes Nachtprogramm bietet jetzt Sat.1 mit einem Superstar der Unterhaltung. Die große Rudolf-Scharping-Nacht, morgen in Sat.1. Sehen Sie Rudolf Scharping als Moderator in einer Neuauflage der Spielshow Ruckzuck. Moment. Schnell. Direkt im Anschluss der Filmfilm. Rudolf Scharping gibt sein Kinodebüt in 7 Jahre im Tiefbett. Mein Gott, bin ich müde. Um 23 Uhr beenden wir die große Sat.1-Nacht, denn dann bringt Rudolf Scharping Ihnen das Sandmännchen. Das Sandmännchen ist da. Die große Rudolf Scharping-Nacht in Sat.1. Danach geht's aber schnurstracks ins Bett. Die politisch Interessierten unter Ihnen haben es längst gemerkt, immer mehr Parteien im Bundestag suchen eine Annäherung zur PDS. Das liegt wahrscheinlich daran, dass Gregor Gysi die Abgeordneten mit Joints versorgt. Jetzt ist er uns live zugeschaltet. Herr Gysi, schönen guten Abend. Was kostet denn eine Tüte bei der PDS? Also, wir haben uns über Preise noch keine Gedanken gemacht. Ah, okay, ja gut. Und wie gut lässt sich denn der Stoff im Bundestag verkaufen? Mal mit mehr, mal mit weniger Schwierigkeiten. Das glaube ich. Hören Sie mal, wenn das der Thierse erfährt, dann verlieren Sie doch Ihren Job, oder? Trotz all dem dealen Sie ganz offen in der Kantine mit zum Beispiel Jürgen Möllemann. Auch mit Oskar Lafontaine, das sind auch keine Geheimgespräche. Ja, nee, klar, der hat jetzt ja auch eine Menge Zeit. Der wartet ja auch schon seit einem Monat auf seinen Stoff. Wann bekommen Sie denn die neue Ware? Die sollen wir in dieser oder in der nächsten Woche bekommen. Na klasse, wunderbar. Ach übrigens, ich habe Rudolf Scharping getroffen. Ich soll Ihnen vielen Dank für das Päckchen sagen. Bitteschön. Ja, nichts zu danken. Das war Gregor, die Tüte. Gysi, meine Damen und Herren. Live aus dem Deutschen Bundestag. Es ist tragisch. Aber auch die schönsten Models müssen einmal in Rente gehen. So wurde jetzt das Supermodel Naomi Campbell bei Versace entlassen, weil sie mit 28 Jahren zu alt sei. Man hat festgestellt, dass die Laufmaschen in ihren Strümpfen Krampfadern waren. Nachgefragt in Sachen Schönheit haben wir einmal bei unserem Bundeskanzler. Herzlichen Glückwunsch, Herr Schröder. Ihre Frau Doris ist zur Miss Niedersachsen 99 gewählt worden. Was sagen Sie dazu? Kann ja nur eine Panne gewesen sein. Kann mir nicht anders vorstellen. Ich habe auch schon gedacht. Vielen Dank, Herr Schröder. Und nun der Nachrichtenüberblick mit der wahren Schönheitskönigin, Anke Engelke. Der Nachrichtenüberblick. Bonn, Bündnis 90 Die Grünen wollen ihrer Partei ein vollkommen neues Gesicht geben. Die Vorstandssprecherin Antje Radtke geht dabei mit gutem Beispiel voran. Ich werde in letzter Zeit häufiger gefragt, warum ich so gesund aussehe. Ganz einfach, ich verwende seit 2 Monaten die neue Sensetüt-Bobol-Care von Nivida mit viel Vitamin E und UV-Filter. Das Ergebnis, eine entspannte, junge, unempfindliche Haut, gesunde Zähne und ein glänzendes Fell.
Washington. Bundeskanzler Gerhard Schröder war am Dienstag zu einem Kurzbesuch im Weißen Haus. Der deutsche Regierungschef erläuterte mit Bill Clinton wichtige Haushaltsfragen. Hallo, schöne Frau. Mir ist der Zucker zu Hause ausgegangen. Hat der Bill noch welchen oben? Natürlich, kommen Sie rein. Danke. Aber schön die Füße abtreten. So, Gerhard, schönen Gruß an deine Frau und meine Kinder. Der Zucker ist schon im Auto. Mach's gut. Hamburg. In der Hansestadt gibt es an den Schulen eine Neuerung. Dort gibt es jetzt im Unterricht als neues Lehrfach Homosexualität. Dadurch will man Heizkosten sparen. Knoxville, Texas. Die Liebe brachte einen Mann auf eine ungewöhnliche Idee. Er wollte sein Auto heiraten. Der Grund waren die beiden Airbags. München. Der ehemalige Finanzminister Theo Weigel kommt mit seinem Rentnerdasein nicht zurecht. Seitdem er nicht mehr im Amt ist, leidet er verstärkt unter Gedächtnisproblemen. Ja, was soll ich sagen? Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Heute Morgen habe ich mir diese blöde Kappe aufgesetzt und dann irgendwie vergessen, eine Hose anzuziehen. Die CDU-Führungsspitze versucht, der Partei ein neues Image zu geben. Besonders bemüht ist man dabei um den Nachwuchs. Peter, ja, hey. Hast du Lust auf einen flotten Dreier? Der Erwin will wissen und wir brauchen noch einen dritten Mann. Ja klar, da mache ich mit dir immer an. Aber du liegst unten, mein Freund. Das war der Nachrichtenüberblick. Zurück zu Lück. Danke, Anke. Das Deutsche Meinungsforschungsinstitut überrascht mit einem verblüffenden Ergebnis. Danach fühlen sich über 50% der Bundesbürger durch ihren Nachbarn belästigt. Vor allem dann, wenn man ihn mit der eigenen Frau im Schlafzimmer erwischt. Für die wirklichen menschlichen Probleme gibt es bei uns einen echten Experten. Emil Kreuzband, der Mann, der sogar Steine motivieren kann. Tschaka! Du schaffst es! Herzlich willkommen bei Checker. Du schaffst es. Du bist feige. Dann komme ich zu dir, dir zu helfen. Ich, Emil Kreuzburg. Viele Menschen haben Angst, aber das ist jetzt vorbei. Denn jetzt komme ich. Checker! Du schaffst es. Alles ist möglich mit meiner Kraft von der Motivation. Checker! Wollen wir mal gucken, was geworden ist aus Petra, aus der letzten Sendung. Petra hat große Angst vor dem Wasser. Wow, was für ein Gefühl. Mein Leben lang hatte ich große Angst vor dem Wasser, aber dank Emil Kreuzband ist diese Angst aus meinem Leben verschwunden. Toll, wie ich da geholfen habe. Toll, toll, toll. Doch auch heute haben wir wieder einen Mann mit einem großen Problem. Hallo Peter. Du bist, glaube ich, wie sagt man in Deutsch, ein echter Angsthase. Das ist dein Problem. Ja, also, ich habe eine echte Angst vor zu engen Räumen. Platzangst. Klaustrophobie. Deshalb muss ich auch in so großen Hallen wohnen. Das geht auch ganz schön dann ins Geld. Peter, wie fängt das alles an? Also, ich war 7. Ja? Und da hat mein Vater den Wagen zur Schrottpresse gefahren. Ja? Und ich saß in dem Auto aber noch drin. Und dann hat er mich einfach vergessen. Das ist eine tolle Geschichte. Aber ich bin gekommen, um dich zu helfen. Du wirst deine Angst vor engen Räumen noch heute überwinden. Glaubst du mir, Peter? Tschakka! Komm mit mir! Wir werden es schaffen! So, Peter, du wirst jetzt in diese Fahrstuhl steigen. Keine Angst, Peter. Sag immer, ich schaff's!
Es ist ganz einfach. Und du verlierst deine Angst in 0,nix. Ja, aber was ist denn, wenn der stecken bleibt? Es ist alles sicher. Keine Angst. Und immer daran denken. Chaka! Chaka! Oh. Stecken geblieben. 3 Stunden. Na, das geht ja noch. So. Das war die erste Übung für unsere Päckchen. So, Peter, jetzt bist du schon fast ein richtiger Kerl. Machen wir gleich die nächste Übung. Peter, mein tapferer Freund, du wirst jetzt hier in diesem Auto ganz alleine sitzen. Chaka. Und das Teil ist... Chaka, chaka. Alles klar, Peter? Mein Papa hat mich vergessen. Chaka! Ja, liebe Zuschauer, ihr habt gesehen, man kann alles überwinden, wenn man nur will. Aber wenn Sie auch Schiss in die Hose haben, dann schreiben Sie mir, rufen Sie an und kommen Sie in meine Sendung. So, wir wollen mal sehen, was unser Peter... Das ist toll! Das ist ganz toll! Das ist richtig toll! Peter hat gar keine Angst mehr! Er ist selber mit dem Auto weggefahren! Tschakka! Tschüss! Und das seht ihr nächste Woche. Ich helfe die arme Katrin, die Angst hat vor Gefrierbrand. Tschakka! Gerhard Schröder, meine Damen und Herren, weiß, wie man Geld macht. Er ist jetzt voll in die Werbung eingestiegen nach Handys und Mode macht der Bundeskanzler neuerdings Reklame für Slip-Einlagen. Sie sind wie Schröder, anpassungsfähig und immer da, wo was los ist. Wirklich gute Werbung, sehen Sie jetzt. Neu von Mami Fix. Was riecht denn hier so gut? Jetzt gibt es etwas Neues von Mami Fix. Das sind Holzsplitti. Knusprig. Mami, Holzsplitti sind aus fein gehobelten Holzsplittern und Rindenabfällen und werden deshalb so schön knusprig. Und mit Holzsplitti kann man noch mehr machen. Rezepte stehen hier. Zum Beispiel Camembert Holzsplitti. Neu von Mami, Holzsplitti und mehr. Trockene Haut, wo empfindlich ist, tut oft spannend und muss besondere Pflege brauchen tun. Dagegen tut es jetzt etwas geben tun, was hilft gut. Etwas, was Haut pflegen tun und wie Öl geschmeidig machen tun. Duschstehen. Das Duschstehen für denen, die wo Schwierigkeiten mit dem Grammatik hat. Ach übrigens, von Mami gibt es jetzt auch Baumscheiben. Neu von Mami. Baumscheiben und mehr. Willkommen zu Trend in Prozent, dem Meinungsmagazin der Wochenshow. Viele Menschen, meine Damen und Herren, sind mit ihrer derzeitigen Wohnungssituation unzufrieden. Deshalb wollten wir einmal von 100 irdischen Zeitgenossen wissen, können Sie sich vorstellen, auf dem Mars zu leben? Darauf antwortet 23%, na klar, wenn meine Frau hier bleibt. 17% sagten, nee, ich lebe lieber auf Twix. Und 60% antworteten, warum? Kleine grüne Männchen sehe ich auch beim Saufen. Diese Antworten fanden wir so außerirdisch schlecht, dass wir uns gleich noch einmal 100 Menschen in der Einkaufsstraße schnappten und sie fragten, hatten Sie schon mal Kontakt mit Außerirdischen? Darauf erwiderten 14%, Mann, ich wäre froh, wenn ich mal Kontakt zu einer Frau hätte. 39% sagten, nach Hause telefonieren. Und die restlichen 47% antworteten, nein, ich war noch nie in Chemnitz. Nach diesen Antworten hätten wir die Befragten am liebsten zum Mond geschossen und das brachte uns automatisch zur Frage der Woche. Welches sind die gemeinsten Sprüche unter Astronauten? Auf Platz Nummer 10, nimm gefälligst den Helm ab, wenn ich mit dir rede. Auf der Nummer 9, mein Luftschlauch ist größer als deiner. Auf der Nummer 8 der gemeinsten Sprüche, verglühen sollst du. Die Nummer 7, ganz eindeutig, du hast dir schon wieder in den Beutel gemacht. Auf der Nummer 6, du Milchstraßengesicht. Die 5, mach das Fenster auf, ich hab wieder einen fliegen lassen.
Auf der 4 diese Woche, du hast ja noch grüne Männchen hinter den Ohren. Auf der 3, noch so ein Spruch und ich brech dir die Nase ab. Auf Platz 2, solange deine Füße bei meinem Tisch schweben, wird gegessen, was aus der Tube kommt. Und der gemeinste Spruch unter Astronauten, meine Damen und Herren, ist auf Platz 1, deine Frau geht ab wie eine Rakete. Das war Trend Info Trend diese Woche. Gestern hatte ich Bock auf einen Cocktail. Ich habe Bacardi und Cola in einen Becher geschüttet und immer kräftig gemixt das Zeug hin und her. Plötzlich, so mir nichts, dir nichts, platzt der Deckel ab und die ganze Suppe spritzt meiner Frau in den Ausschnitt. Das war geil, das kann ich Ihnen vielleicht sagen. Tierschützer stehen vor einem Rätsel. Nach ihrer Ansicht würden gerade zur Urlaubszeit immer mehr Tiere ausgesetzt. Dies sei unverständlich, denn an den meisten Tieren gäbe es einfach nichts auszusetzen. Weil dennoch immer mehr Haustiere verlassen werden, suchen wir für sie ein neues Zuhause. In unserem Magazin Tiere suchen Menschen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tiere suchen Menschen. Doch bevor es losgeht, noch eine Meldung an das nette Rentner-Ehepaar, das in der vergangenen Woche das kleine Alligatormännchen aufgenommen hat. Ich soll Ihnen von Ihren Nachbarn ausrichten, dass Sie bitte mit den fürchterlichen Hilfeschreien aufhören sollen. Besonders zur Mittagszeit. Doch nun zum Thema. Auch heute suchen wir wieder nette Menschen, die einsamen Tieren eine neue Bleibe schenken können. Unser heutiges Tier ist leider etwas schwer zu vermitteln, da es nicht auf seinen Namen hört. Dafür reagiert es auf Raketenwerfer, Kanonen und Hubschrauber. Es ist der kleine Godzilla. Godzilla sollte nicht in der Nähe von S-Bahnen oder PKWs aufbewahrt werden. Das Metall ist schlecht für seine Zähne. Füttern Sie es doch einfach mit einem 12-stöckigen Hochhaus. Und nun noch ein kleiner Tipp. Plattgetretene Menschen zwischen den Zähnen von Godzilla lassen sich ganz einfach mit einem handelsüblichen Reisigbesen entfernen. Auch unser nächstes Tier ist leider etwas schwer zu vermitteln. Unser Gast, Herr Kötter, hat es mitgebracht. Herr Kötter, für welches Tier suchen Sie denn ein neues Zuhause? Für dieses. Oh, das ist aber süß. Wie heißt es denn? Halbes Hähnchen. Ui, ein origineller Name. Was sind denn seine Besonderheiten? Nun, es riecht gut, es lässt sich streichen und macht nicht in die Wohnung. Leider kippt es oft zur Seite. Warum suchen Sie denn für den kleinen Racker ein neues Zuhause? Es verträgt sich nicht mit meinem halben Schwein. Oh, darf ich mal? Ja. Ja, liebe Zuschauer, sollten Sie Interesse haben, so wenden Sie sich einfach an uns unter dem Stichwort Wienerwald. Und auch in der nächsten Woche wollen wir wieder Tiere vermitteln, die Ihnen bestimmt schnell ans Herz wachsen werden. Zum Beispiel den Blutegel Anton. Bis dann! Platz. Kommen Sie näher, treten Sie ein. Das ist Heinz, der Besitzer der Riesenkrake. Oh, das ist Ulla, die unglaubliche, einzigartige Ulla, die Frau mit dem schönsten Lächeln vom Rummelplatz. Und nun zu den Themen des Tages. Nach dem Rücktritt, Gerhard Schröder testet, hau den Oscar. Skandal, Peter Hinze beim Clown erwischt. Und Hauptrolle Edmund Stoiber und Sandra Bullock drehen Speed 3. Jawohl, Herrschaften, hier geht's rund,
Hier kommt jeder mal ran, wieder Spaß damit mitmachen, holen wir, fahren wieder rückwärts und ab geht die Post. Die Kirmesnachrichten. Süßigkeiten. Trickbetrüger bei Bennos Zuckerwattestand. Irgendjemand hat Benno falsche Zuckerwatte angedreht. Es handelt sich um Baumwolle. Also Achtung beim Schlucken. Und hier das Neueste vom Autoscooter. Vorsicht bei Harrys Autoscooter. Es kommt Ihnen ein Fahrzeug entgegen. Und Achterbahn. Eine zehnköpfige Schulgruppe hat sich bei Pommes Peter den Magen vollgeschlagen und ist anschließend Achterbahn gefahren. Das erklärt den Brötchen-Niederschlag von gestern. Und Einstein, meine Herrschaften. Genau, jetzt haben wir Spaß, haben wir mit Maren wieder anstellen, meine Herrschaften. Wir kommen zur nächsten Runde. Der Kirmesalterschaften ist hart nicht. Überall ist so eine Bombenstimmung wie hier bei uns. Deswegen zurücktreten, wieder aufpassen. Hier kommt unser Verbrauchertipp. Ist Ihr Mann häufig lustlos und niedergeschlagen? Dann braucht Ihr Mann dringend Alkohol. Alkohol, damit Ihr Mann wieder lachen kann. Alkohol! Alle wieder wegsteigen und alle wieder rein. Und es geht weiter bei uns. Ja! Es geht weiter bei uns. Alle rankommen, alle zuhören, alle zuschauen. Das hat man noch nicht erlebt. Das glaubt man nur, wenn man es selbst gesehen hat. Und jetzt die Auflösung des Gewinnspiels von der letzten Woche. Und weil es so schön war, das Ganze nochmal rückwärts. Woche letzter von Gewinnspielauflösung, die... Wunderbar! Und jetzt, Herrschaften, die Wahnsinnsfrage von letzter Woche. Wie viel frischer Fisch ist in Hugos Backfisch? 50 Gramm, 70 Gramm oder 100 Gramm? Das war natürlich eine Scherzfrage. In Hugos Backfisch ist überhaupt kein echter Fisch. Deswegen steht Hugo ja auch direkt neben dem Rotkreuzzelt. Jawohl, Herr Schaff, wieder Spaß haben, wieder mitmachen. Die Gewinner werden uns benachrichtigt, wenn wir das nächste Mal in ihrer Stadt sind. Das ist versprochen. Und weiter geht's hier. Jetzt ist Tempo, das hat Spiss. Hier geht's weiter. Jetzt die Frage von dieser Woche. Wer wird der neue Schocker in Mannis Geisterbahn? Jawohl, Herr Schaff, ist es dieses Monster? Oder ist es dieses ekelhafte Subjekt? Oder vielleicht dieses widerwärtige, behaarte, neunköpfige Ungeheuer? Ja. Ja. Und die Lösung, Herrschaften, schicken Sie bitte an dieses zahnlose Monster neben mir. Ja, und direkt weiter mit der nächsten Sensation, der Wetterbericht von morgen. Das Wetter bitte, Tom! Oh. 15 Grad! Danke, Tom! Ja, Spaß damit mitmachen, Spaß damit wieder anstellen, Herr Schatten. Hui, wir fahren wieder rückwärts. Und hier noch eine wichtige Suchmeldung von der Kirmesleitung. Junge Leute zum Mitreisen gesucht. Und zwar einer als Schießbodenfigur, einer als Achterbahnfahrer und einer als Currywurst mit Ketchup. Ja, es heißt mitmachen, es heißt dabei sein. Und zum Schluss noch einen Gruß an unseren Feuerschlucker Mehmet. Er verkauft nach seinem kleinen Unfall jetzt gebrannte Mandeln. Allerdings nur zwei. Das war unser Regionalstudio Rummelplatz. Und nicht vergessen, morgen ist Familientag. Da zahlen Rentner und Kinder das Dreifache. Und wieder Spaß damit mitmachen. Wir freuen uns wieder an den Herrschaften. Wir gehen wieder los und wieder lose kaufen. Sie können 150 Euro mitnehmen. Die Geheimnisse der körperlichen Liebe natürlich nur bei Briscoe Schneider Sex TV. Also bleiben Sie dran. Willkommen zurück zur Wochenshow. Und hier ist er wieder, der einzigartige und unvergessliche Mann, der sie alle liebt. Hier ist Briscoe Schneider. Sie haben sicherlich
in der letzten Woche auch gesehen. Gerhard Schröder posierte als Dressman. Doch damit, meine Damen und Herren, nicht genug. Der Kanzler macht jetzt sogar Werbeaufnahmen für Wäschekataloge. Das sehen wir hier. Ja? Das war die Wochenshow. Und wenn Sie noch die ganze Nacht weiterlachen wollen, klicken Sie einfach mal die Wochenshow im Internet an die Adresse www.wochenshow.de. Da gibt es jetzt auch die Tagesschau mit exklusiv täglichen frischen News. Und zum Schluss zeigen wir Ihnen noch einige Szenen, die Sie normalerweise nur am Bahnhof für eine Mark sehen können. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Tschüss, Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Ich bin ein Mensch und tierlieb und auch geil auf dich, du Reporter. Ja. Hallo. Tschüss. Und wie war's? Gar nicht so schlimm, was? Nee. Komm mal nochmal, oder? Von mir aus. Ich glaube, ich hätte einen Versprecher. Danke. Okay. Tschüss. Ja, danke.